Neue Runde mit Ozymandias. Spätabend am Montag, den 28.11. sind wir hier live auf Twitch noch unterwegs mit einer schweren Herausforderung, die wir uns gestellt haben. Ganz im Osten dieser Karte ist unser Reich gelegen und ersten Sieg haben wir erfüllt. Ihr seid hier auf YouTube übrigens bei unserem Writing Bull und auf Twitch natürlich bei WBs junger Herde unterwegs. Und ja, wir müssen mal jetzt überlegen, wir können uns mit dem militärischen Drill etwas temporär noch eine weitere Machtstufe uns holen, alle Städte in einer Runde erweitern. Unwahrscheinlich, dass wir das jetzt tun. Den Obstgarten finde ich aber noch unwahrscheinlicher. Ich tausche den mal gegen den militärischen Drill und gucken mal, die Roten sind ganz schön unter Druck hier gesetzt von allen Seiten. Den hellblauen, den Babyloniern, glaube ich, ja, haben wir gerade ein Geländefeld gemobst. Während sie hier versuchen, sich mit ihrer Armee zu verteidigen. Ich finde, da können wir hier durchaus noch mehr Druck aufbauen. Da bräuchten wir aber noch für Flüsse vielleicht noch eine Technologie mehr. Das wäre ganz cool. Kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin mit der Forschung. Verzichten hier auf mächtig viel Gold, aber wir wollen auch ein bisschen was erobern. Ja, jetzt haben wir hier einen kleinen Vorteil. Und gleichzeitig verteidigen wir uns ganz gut auf diesem Geländefeld. Nahrung. Wir wollen hier eine Stadt noch auf dem Fluss gründen. Aufgabe. Wir bekommen eine Ertragstechnologie, holen uns Gold. Nein, wir holen uns nur noch mal mehr Nahrung. Mehr als 10% Ertrag dadurch. Durch diesen kleinen Fluss, aber wir bekommen ja hier auch noch hoffentlich weitere Flussgeländefelder dazu. Jetzt haben wir noch 20 Nahrung übrig. Holen uns dafür ein Inselfeld. Inseln sind ganz cool und holen uns noch ein Wüstengeländefeld. Und für Inseln, seht ihr, bekommen wir von allem ein bisschen was. Also Inseln sind mit das Coolste auch, was man haben kann. Inseln und Flüsse, finde ich persönlich, sind meine Lieblinge. Wir haben relativ viel Gold, könnten uns sogar noch eine... Ja, könnten uns sogar noch eine holen, eine Armee. Und sollten das auch machen, finde ich. Wollen wir dann langfristig, glaube ich, hier oben hinsetzen. So. Haben wir relativ wenig Gold, ein bisschen Nahrung, kläglicher Nahrung, aber wir müssen nur noch unsere Städte weiter ausbauen und erweitern. Das wird mit der Zeit kommen. Jetzt bin ich gespannt, wie sich hier die Frontlinien verteilen. Eigentlich wollte ich die Einheit gerne dastehen haben, damit mehrere Geländefelder bedroht werden. Ich gehe davon aus, dass die Roten sich entweder hier auf die Verteidigung konzentrieren oder hier. Insofern haben wir vielleicht hier vom Osten aus gute Einfallschancen. Was meint ihr? Seid ihr optimistisch oder seid ihr eher pessimistisch? Und wie prophezeit sind die Gelben und die Schwarzen hier unten mit die Besten? Ihr seht hier, Machtstufen ist schon auf 2 und 3 erhöht. Sehr kriegerisch. Drei Städte in Wüsten. Philosophie, verdopple Lebensmittelertrag. Ob wir das noch hinbekommen? Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht nehmen wir mal lieber die Lederbearbeitung. So, hier können wir jetzt ein bisschen was bedrohen. Hier haben wir es nicht geschafft, sie zu bedrohen. Leider auch hier unten nicht wirklich. Das ist jetzt die Frage, konzentrieren wir uns auf die Roten oder konzentrieren wir uns auf die Blauen? Ich finde, wir gehen mal hier oben rein und sorgen mal für ein bisschen Stunk. Zumindest was die Geländefelder hier angeht. Weil die weit weg sind von der Stadt. Dann können wir uns die nämlich relativ schnell dazu holen hier. Und hier schauen wir mal. Leider durch die Stadt relativ gut verteidigt, außer das hier. Weil hier eine Stadt ist. Wir könnten die Machtstufe noch mal ein bisschen erhöhen. Können wir uns leisten. Forschung.
Ja, mehr Gold durch Wüsten sollten wir uns gönnen. Nahrung ausgeben. Eine Wüste können wir uns noch holen. Jetzt holen wir uns noch diese langweiligen Ozeangeländefelder dazu. Und könnten fast schon eine Runde weitergehen. Wir könnten auch einmal sagen, dass wir sogar auf Stufe 4 gehen, weil wir mit den 55 zumindest eine Stadt ausbauen könnten, die wir dann nächste Runde haben. Plus noch ein paar gelohnte Felder hier oben. Ja. Machen wir. Ist klar, dass der sich verteidigen will. Die wollen sich alle verteidigen. Haben das auch ganz gut geschafft, sich zu verteidigen. Dafür bedrohen wir ihn jetzt hier weiter hier oben. Wir ärgern ihn weiter. Besitze die meisten Ebenen. Und Bier könnten wir uns holen. Oh, das ist super cool. Kriegen wir denn Ebenen dazu? Ja, hier unten vielleicht. Hier vielleicht auch. Das wäre sehr cool. Finde ich besser als die Lederbearbeitung. Ich traue mich immer noch nicht, hier wirklich Gold auszugeben für die Forschung. Noch nicht. Woran könnten wir investieren? Hier nochmal 6 Nahrung mehr könnte viel bringen. Machen das auch. Immerhin ein Fünftel mehr. Machtstufe. Soll sich gerne nochmal eine Stufe erhöhen, damit wir hier Geländefelder dazu bekommen. Das kann er ganz schlecht verteidigen und er ist auch hier vom Westen her unter Druck. Ich glaube, wir haben gute Chancen. Hier unten sind wir immer noch überlegen, obwohl sie eine Einheit hingesetzt haben. Spannend. Was machen wir mit der Nahrung? Könnten die Stadt weiter ausbauen, brauchen das aber momentan nicht in der Verteidigung. Lieber dann nochmal 2 Bürgerpunkte mehr haben. Die bringen uns ja auch was hier an Wissenschaft und an Golderträgen. Ja, so können wir es machen. So, mal sehen, was wir jetzt dazu bekommen. Ja, hier wird ein bisschen was verteidigt werden und. Hier unten komplett verteidigt. Hier haben wir ein Geländefeld dazu bekommen. Durchgebrochen hier oben. Sehr schön. Ein Goldschmied können wir uns holen. Keine bedrohten Felder haben. Ach komm. Hoch. Wieso kriege ich denn nur eine Aufgabe? Ach so, ich muss noch eine abbrechen. Die hier oben. Hä? Habe ich jetzt das Spiel kaputt gemacht, Leute? Nein. Na? Escape funktioniert. Ich wollte das goldene Zeitalter. Ich kann das goldene Zeitalter nicht wählen. Ihr seht es selbst. Es wird mir angeboten und normalerweise sollte ich hier draufklicken können, um das Ganze abzubrechen. Es geht nicht. Witzig. Kleiner Bug, den wir entdeckt haben. Ja, dann ist das Ganze halt so. Hier haben wir jetzt noch ein Ebenenfeld dazu bekommen. 6 von 8. Hier bekommen wir gleich noch eins dazu. Natürlich holen wir uns die Geländefelder, ist klar. Ozean-Geländefelder bringen uns noch nichts. Könnten aber langsam in die Forschung investieren. Muss aber auch nicht sein. Wir könnten Macht uns holen für Ebenen hier. Damit wir die Ebenen hier leichter erobern können. Fände ich ganz spannend. Wir wollen ja Ebenen eh uns holen, noch dazu holen.
Wir können auch hier unten mal versuchen anzugreifen. Oh Mann, wir haben aber nicht genügend Einheiten. Dann haben wir hier einen kleinen Vorsprung. Einen Mini-Vorsprung, weil sie auf Machtstufe 5 sind. Wir sind nächste Stufe auf Runde auf 6. Brauchen wir so viel Nahrung? Ich glaube nicht. Oh, 7 ist teuer. Dann lassen wir es so. 72 Nahrung könnten erstmal reichen. 24 Forschung können wir hier nochmal investieren. Für die drei Flussgeländefelder kommen noch ein paar dazu, hoffentlich. Eine Machtstufe erhöhen. Was machen wir mit der Nahrung hier? Geländefelder noch dazu holen. Und noch eine Stadt ausbauen. So. So würde ich das jetzt machen. Können wir hier noch was einsetzen? Macht weiter erhöhen. Wenn wir erstmal die 7 erreicht haben, haben wir dann danach quasi 8. Eine Ebene müssen wir uns noch holen. Müssen wir die Einheit noch ziehen? Ja, vielleicht hierhin. Dann können wir hier nämlich ein bisschen besser Druck ausüben. Die kann mit einer Einheit nicht 3 Geländefelder verteidigen. Müsste dann hier oben eine abziehen, wo er ja auch unter Druck ist. Vielleicht kriegen wir die ja mal bald aus dem Weg. Jetzt haben die schon 3 Armeen. Damit werden sie das hier wohl verteidigen können, denke ich mir, ganz knapp. Aber wir haben hier ein Flussgeländefeld dazu bekommen. Ja, sehr schön. Unten rechts ist noch eine Ebene, gucken wir uns gleich mal an. Erobere ein Graslandfeld. Besitzt am meisten Flüsse, wollen wir alles nicht. Wir haben hier bald wieder... Jetzt müssen wir schon 10 Ebenen besitzen, weil die sich alle hier verschoben haben. Unten rechts ein Graslandfeld. Meinst du das hier? Das können wir uns nicht holen. Ansonsten sehe ich unten rechts kein Graslandfeld, das uns nicht schon gehört. Ja, wir bauen hier ganz gut Druck auf. Das gefällt mir. Könnten wir fast sogar so stehen lassen, die Einheiten. Hier sogar trotz zweier Armeen nebeneinander, weil unsere Macht so groß ist. Und hier können wir uns diese beiden Felder holen, bevor wir die Armee weiter schicken. Wofür nehmen wir die 95 Forschung? Ja, wir könnten langsam an die Ozeangeländefelder investieren. Können wir machen. Wir investieren mal, dass die Ozeangeländefelder uns ein bisschen was bringen. Hier kommen wir ja offensichtlich ein bisschen was dazu und können mal den Rest hier auch ausgeben für die weiteren Ozeangeländefelder, die wir uns hier vielleicht noch dazu holen werden. Nächste Runde. Viel Schwund. Einmal ein bisschen hier reduzieren. Ich würde gerne auf 7 kommen, nächste Runde, damit wir dann direkt eine Runde lang auf 8 sind und die Aufgabe erfüllen. Nahrung noch weiter investieren. So geht das Ganze. Eine Runde weiter. Wann ist das? Ist schon eine kleine Herausforderung. Ja, wir sollten ein bisschen was gewonnen haben. Hier oben haben sie alles verteidigt, aber hier unten haben wir ein bisschen was gewonnen. Und wir haben jetzt direkt noch eine Machtstufe, die wir dazu bekommen für die nächste Runde. Gericht oder Navigation von Gestirnen. Beides nicht so relevant für uns. Mal gucken. Also die scheinen wir hier ganz gut unter Druck setzen zu können. Gehen wir mal hier rein. Bedrohen hier gleich mehrere Geländefelder. Und hier würden sie sogar uns jetzt bedrohen. Wir können das ja mal ein bisschen konzentrieren hier drauf.
So, es ist trotz dieser Dreierkonstellation bedrohen wir sie hier auf dem Geländefeld. Das finde ich gut. Wir machen hier ordentlich Druck und sie werden uns hier nirgendwo bedrohen. Forschung auswählen. Mehr Forschung könnte sich lohnen oder super viel mehr Nahrung. Ich mache mal erst die Forschung, dann die Nahrung. Nächste Runde sind wir dann auf 9, die wir ansteigen. 8 würde uns aber eigentlich auch ausreichen. Dann werden wir etwas weniger Schwund. Machen das mal so. Das ist der Ertrag für den militärischen Drill, den wir bekommen haben. Mehr Gold für eine zweite Armee hole ich uns noch nicht. Nahrung noch weiter investieren. Gerne hier oben. Ja, damit haben wir hier oben schon viel vom Ozean uns geholt. Eine Runde nochmal weiter. Klappt das? Ich bin zwar ein bisschen optimistisch, aber ich weiß aus Erfahrung, dass das sehr tückisch sein kann. Jetzt werden wir bedroht. Beides will ich nicht haben. Wir können mal das hier gegen das goldene Zeitalter tauschen. Hier kommen jetzt die Blauen zu uns. Die wollen uns ärgern. Aber nur knapp. Das könnten wir zum Beispiel einmal hier verhindern, indem wir hier die Stadt ausbauen. Jetzt haben wir zumindest Gleichstand. Können wir hier noch etwas investieren in Fluss oder in Ebenen? Was die Macht angeht, leider nicht. Wir könnten uns noch eine holen. Sollten es auch tun, damit wir vielleicht hier ein bisschen Gegendruck aufbauen. So. Und jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir von der Macht her eher da bleiben, wo wir sind. Kriegen wir aber nicht hin. Müssen damit leben, dass unsere Armeen jetzt ein weniger machen. Nächste Runde sollte aber nicht zu schlimm sein. Könnte gehen. Wo können wir uns noch Macht dazu holen? Oder Erträge dazu holen? Hier. Hier wollen wir jetzt rein investieren. Und als nächstes werden wir dann wahrscheinlich in die Städte weiter rein investieren. Müssen wir noch mit den Armeen, mit der Nahrung irgendwas machen? Die stehen so eigentlich ganz gut. Die müssen eigentlich eh wegziehen, um ihr Geländefeld hier noch zu retten. Ich könnte mir sogar vorstellen, mit der Einheit, ziehen wir mal hier hin, damit diese Einheit dann, wenn die beiden Städte und so weiter hier unter Druck gesetzt werden, wirklich daraus wegziehen muss hier vom Fluss. Das fände ich ganz gut. Ja. Seid ihr dabei, Leute? Wer von euch ist eigentlich mit in den Kampf gezogen? Haben wir Leute von euch, die sagen, hier, Matze, für dich, für euch kämpfe ich immer gerne in der vordersten Front oder sagt ihr mal, lieber nicht? So. Und das sieht nach einem Sieg wieder für uns aus. Wir holen uns natürlich die Assassinen. Da können wir wieder ein bisschen kriegerisch unterwegs sein. Cassiel meldet sich, Marcel meldet sich. Attacke, sehr schön. Das sage ich auch immer, Attacke. Ja, hier können wir jetzt eine Stadt einnehmen. Hier ist alles verteidigt. Alles easy. Die sind von der Machtstufe offensichtlich runtergefallen. Hier oben, wie gehen wir hier am besten weiter vor? Am besten 2. Am besten eine hier rein. Ja.
So können wir hier die noch weiter ganz gut unter Druck setzen. Hier werden wir nicht bedroht. 133 Forschung will investiert werden in was? In gar nichts. Wir werden dann leider ein bisschen Schwund in Kauf nehmen müssen, hätten aber dafür die nächste Runde 224. Können wir hier was einlösen? Assassin nehmen wir gerne mit. Gut, dass wir noch so viel Forschung hatten. Und werden dann jetzt, nächste Stufe, nächste Runde sogar auf Stufe 10 kommen. Wir könnten hier einmal 10 ausgeben. Hat ansonsten keine großen Auswirkungen. Können das mal so machen. Dann Nahrung noch bitte investieren. Einmal hier oben hin in den Ozean. Und neue Stadt. Eigentlich immer gerne. Aber erstmal vielleicht die hier noch weiter ausbauen. Zwecks Verteidigung. Ich baue die mal aus. Sind wir bereit für die nächste Runde? 192 Forschung. Was holen wir uns dafür? Ich denke mal hier. Das für die Stadtbevölkerung. Und danach gehen wir dann ins Geld. Macht haben wir schon gecheckt, wird auf Stufe 10 sogar hochgehen. Gucken mal, sehen wir hier ein bisschen, wie die Machtstufen sich verteilen gleich. 10, 6, 6, 6, also wir sind die mächtigsten. Ja, haben hier auch wieder was uns geholt. Bogenschützen. Nochmal, eine Macht für 3 Runden wird sofort eingelöst. Bogenschützen immer gerne. Ja, hier können wir jetzt ganz gut angreifen. Hier ist das noch verteidigt worden. Wir können die mal hier hinschicken. Babylonia. Wir können die Stadt offensichtlich gerade noch gut halten. Noch eine Sicht zu holen. Ich würde mich tendenziell tatsächlich erstmal auf die Babylonier fokussieren wollen. Die scheinen mir die Schwächeren zu sein. Auch wenn wir hier oben jetzt das Geländefeld nicht mehr bedrohen werden, werden wir die hier deutlich besser bedrohen können. Und erstmal vielleicht gegen die Babylonier vorgehen. Die haben die cooleren Geländefelder, aber die sind irgendwie dichter dran und 2 Städte könnten gleich futsch sein. Dann könnten wir uns hier deutlich besser ausbreiten über nächste Runde. Das wäre jetzt meine Strategie. Mehr Forschung bitte. Können wir noch was uns holen, was uns ins Auge springt? Irgendwie nicht wirklich. Kann ich mich nicht für erwärmen. Nächste Runde sogar 11. 11er Macht. Können wir machen. Da haben sie gegen unsere Armeen keine Chance. Wenn wir die dann kombiniert hier schön durch die Gegend schicken, sollte das ganz gut gehen. Genau, mit 3 Einheiten die Stadt unter Druck setzen, aber die 2 reichen da jetzt auch schon aus. Also die haben ja schon beide Einheiten direkt daneben. Die dritte Einheit haben sie jetzt nicht. Wir müssen es auch erstmal bedrohen und dann hier jetzt vielleicht erstmal Geländefelder holen und danach die dann zu dritt bedrohen. Das wäre mein Vorschlag. Hier haben sie es abgewehrt, denke ich mal. Hier nicht. Kamelreiter. Oh, und ein Zoo können wir uns auch schon holen. Ich will aber erst Kamelreiter haben. Und wir haben den ersten Siegpunkt für eroberte Städte. Und ihr seht im Vergleich zur letzten Partie ist alles anders durchgewürfelt worden. Mit Macht hätten wir vielleicht gleich sogar einen zweiten Siegpunkt. Machttechnologien gibt uns wieder 3 Sterne. Das ist cool. Pyramiden könnten wir uns auch ganz gut holen. Okay. Mal gucken. So, hier haben sie das Ganze gut abgewehrt. Sind auf Machtstufe 6 gegangen. Ja, weil nur eine Einheit hier daneben steht, hat das nicht geklappt.
Die verteidigt hier oben auch gerade so ein bisschen. Wir können aber auch erstmal den Angriff hier unten sicherstellen. Ich will erstmal die Stadt hier einnehmen. Auch, ach nee, wir verteidigen das Ganze hier sogar noch weiter, weil wir nach unten gezogen sind. Das ist gut. Damit sollte die Stadt sicher fallen. Damit sollten die Babylonier, sind es glaube ich, gleich nicht mehr da sein. Das heißt, wir brauchen viel Nahrung in der nächsten Runde. Damit wir uns die Geländefelder claimen können. Nächste Runde, wir haben ein bisschen Schwund, ein bisschen viel Schwund. Ich investiere mal in 10 Prozentpunkte weniger Schwund. So bleiben wir tatsächlich auf Stufe 11. Sollte auch erstmal reichen. Könnten hier irgendwann nochmal weiter rein investieren. Was erforschen wir hier noch? Nahrung wird uns auch helfen für die nächste Runde. Nehmen wir das als nächstes mit. Damit wir in der nächsten Runde möglichst viel Nahrung haben. 151, damit wir hier die ganzen Geländefelder möglichst gut claimen können. Weil die blauen gleich verschwinden werden. Ja, deshalb investieren wir jetzt auch nichts weiter. Ich gucke nochmal in den Chat. An meine Speer, an meine Generäle und Kommandanten. Aber ich sehe keine weiteren Einwände gegen die Kriegsstrategie. Und... Sorry, Babylonia. Ihr habt euch leider nicht gut geschlagen gegen uns. Verdammt, ich habe die Kamelreiter vergessen einzusetzen. Das sind so die kleinen Flüchtigkeitsfehler. Können wir nächste Runde machen. Bin dafür jetzt erstmal wieder Geländefelder hier zu bedrohen und nächste Runde die dann zu überraschen, indem wir dann sagen, Edge Badge, wir haben auf einmal ganz viel mehr Macht als ihr. Wir wollen jetzt erstmal Nahrung ausgeben für diese ganzen Geländefelder hier. Ist alles Wüste. Denke ich mal. Ja, ist alles Wüste. Wir können uns noch eine Machttechnologie auf Wüste holen. Damit hier der Gegner nicht auf die Idee kommt, hier uns das Ganze zu klauen. Mal gucken, ob das uns gelingt. Dann 112 Forschung können wir noch wofür ausgeben. Mich lacht da nichts spontan an. Dann lieber sparen für die 187. Haben wir auch nächste Runde locker. Wenn wir jetzt keine Karten ausgeben, ein Ertrag mehr an Ebenen. Erobern wir jetzt eine Ebene? Nein. Wir kriegen auch keine Ebene dazu. Dann müssen wir jetzt mal die Schleuderer schon mal ausgeben. Diese Runde nützt nichts. Und jetzt müssen wir uns gut positionieren mit unseren Einheiten. Dass wir hier gut Geländefelder dazu gewinnen. Dass sie die möglichst schlecht verteidigen können. Ich will sie wirklich weit auseinanderzerren, damit sie überall irgendwie hin müssen. Dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. Deshalb balle ich die jetzt nicht alle aufeinander. Dann habe ich da zwar eine sichere Übermacht, aber dann sagt sich die KI im Zweifelsfall auch, ach komm, lass das doch sein. Und wir hindern jetzt auch die KI daran, hier im Zweifelsfall noch andere Sachen zu erkunden, zu erobern. Die Grauen hier, die Kanaaniten, entschuldigt bitte, scheinen mir auch nicht so stark zu sein. Können wir also durchaus auch mal hier vielleicht mit ein bisschen unter Druck setzen. Wenn wir uns jetzt noch eine Armee holen, würden wir auf 9 zurückfallen. Aber wir können uns das trotzdem leisten, weil wir dann auch einfach diese Kamelreiter noch dazu ausgeben könnten. Das mache ich jetzt mal. So, fallen wir zwar auf 10 runter, aber wir können hier unten gleichzeitig ein bisschen Stunk machen.
Das sind ja quasi die zwei Grenzverläufe, die wir nur noch haben, die Grauen und die Roten, die Kanaaniten und die Assyrer. So würde ich jetzt in die nächste Runde gehen. Eine Macht weniger, kriegen wir das noch irgendwie hin? Oder müssten wir alles ausgeben, um auf 11 zu kommen? Können das aber machen. Ich meine, es sind nur noch 26 übrig. Wir investieren jetzt mal alles. Alle unsere 24 Gold, die wir noch haben, in die Macht. Okay, nicht alle Geländefelder haben wir bekommen. Aber wir setzen die jetzt ordentlich unter Druck. Holen uns vielleicht ein Amphitheater, das sehr teuer ist. Mal gucken. Wir müssen immer noch so ein Ebenengeländefeld erobern. Ja, sieht ganz gut aus. 219 Forschung. Einmal jetzt wieder in Geld investieren, bitte. Macht mache ich jetzt mal noch nicht. Ich will erstmal die Städte weiter mir holen. Das Geländefeld. Eine neue Stadt gründen. Können wir uns nicht leisten. Haben wir zu wenig Nahrung für. Eine Wüste erst recht nicht. Hier können wir eine Stadt günstig erweitern. Machen das mal. Ich hätte auch eigentlich diese Stadt eher als diese Stadt erweitern können, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht spielentscheidend. So, nächste Runde. Ein bisschen Gold wollen wir schon noch sammeln. Mir reicht es eigentlich auf 11. Ja, wollen wir den Schwund nochmal reduzieren? Hier können wir jetzt den Schwund so langsam mal nochmal reduzieren. Bei der Machttechnologie. Und dann sieht es jetzt so aus, dass wir jetzt vielleicht ganz viele Geländefelder erobern könnten. Und dann bin ich ja vorsichtig optimistisch, dass es trotz des schwierigen Schwierigkeitsgrades wir das Ganze hier gut wuppen können. Aber wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben, haben große weise Leute gesagt. Und an denen orientiere ich mich mal. Aber mal sehen. Spannung bleibt auf jeden Fall.